Yo Leute, ich bin Six und heute kommen wir zu einem RX7. Sehr schöne Sache, wieder DLC, also Add-on-Car. Und ja, wieder mal ein schönes Auto, wie ich finde. Wir gucken uns erstmal von außen den schönen Wagen an. Ist ziemlich cool, nicht so detailliert wie die anderen von außen schon mal, aber sieht trotzdem richtig cool aus. So, gehen wir mal direkt schon mal in den Innenraum. Man sieht schon, der ist nicht so krass ausgearbeitet, also von innen. Ah, ihr habt schon den Anmach-Sound gehört. Den können wir gleich nochmal triggern. Dann hört ihr das direkt schön. Oh ja. Auf jeden Fall vom Innenraum her nicht so schön. Man hat es gerade gesehen. Hier zwar irgendwie Sportlenkrad, aber nicht so schön, muss man sagen. Aber naja. Dann gucken wir jetzt nochmal schnell unter die Haube. Und zwar haben wir hier auch ein 3D-Model, aber kein wirklich gutes. Also sieht nicht ganz scheiße aus, aber auch nicht so krass gut. Gucken wir uns den Kofferraum einmal an. Ja, braucht man auch nicht zwingend so einen schönen, aber ist okay. Dann sehen wir uns jetzt gleich im Tuning wieder. RX7 FD3S. Alright, lass uns mal anschauen, was der Junge hier so alles mitbringt. Und zwar haben wir hier schon mal Custom Mirrors. Machen wir direkt mal ran, würde ich sagen. Den Motor, den kann man leider nicht verändern, aber natürlich auftunen. Stoßstangen schauen wir uns an und da sieht man schon, da ist auf jeden Fall Spielraum für mehr. Wir haben hier richtig schöne Frontstoßstangen. Richtig nice. Also hier ist gute Auswahl. Sieht zwar nicht so krass aus, dieser Wagen. Also der X7 jetzt hier vom Modeling und so. Aber man kann ihn immerhin richtig schön auftun, wie ich finde. Dann haben wir hier noch Skirts, USW. Schauen wir mal. Nehmen wir direkt dicke hier. Und Rear Bumper. Also hinten die Stoßstangen. Ja, da hängt es wahrscheinlich auch ab, welchen Auspuff man nehmen möchte, weil hier, das passt natürlich nicht. Und gut, dann nehmen wir einfach mal hier sowas oder. Ja, nee, das passt. Nummernschild, ja, standardmäßig. Reifen, mal gucken, ob man die jetzt auch ändern kann, die Felgenfarbe. Nein, kann man nicht. Aber nicht so schlimm, die sehen eh nicht so krass aus. Dann nehmen wir lieber mal Stubbautreifen, hier irgendwie sowas. Und machen die dann irgendwie, ich weiß auch nicht, Felgenfarbe. Was nehmen wir denn da? Ich weiß auch gar nicht, welche Farbe das nehmen. Wir das nehmen. Nochmal einfach mal rot. Das packt schon irgendwie. Passt schon irgendwie. Scheinwerfer kann man natürlich wieder Xenon noch machen und auch Unterbodenlichter machen. Alter, ich habe gerade echt ein, ne, und so. So, da wir ein rotes Auto möchten, machen wir das einfach mal hier irgendwie so, ja, Crimson. Crimson Web, ihr wisst Bescheid. So, dann Primärfarbe, sollte klar sein. Macht das Auto natürlich andersfarbig. Und dann gucken wir gleich nochmal, oh, das sieht cool aus, was die Sekundärfarbe bringt. Und zwar bringt die was? Ja. Vielleicht hätte es ja die Felgenfarbe verändert. Machen wir nochmal die Standardreifen rein und dann gucken wir das nochmal an. Wie, das geht nicht. Ach doch. So, mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Sekundärfarbe hätte sie nicht verändert. Hätte ja sein können. Aber weiter geht's jetzt mit dem Fahrgestell. Und zwar haben wir hier einen Charge Speed Body. Und man sieht, da vorne sind ein bisschen Lüfter. Hinten ist ein bisschen eine Kotflügelverbreiterung reingekommen. Und man sieht auch, es passt dann besser mit dem hinteren Stoßstange. Alter. Hier. Ja, also, das sind so angepasste Dinger. Die passen einfach besser. Oder hier auch zum Skirt, ja. Zum Seitenschweller, da passt es auch viel, viel besser, ja. Also, ja, nehmen wir das auf jeden Fall mit. Auspuff, wie gesagt, dachte ich ja schon, dass das hier nicht passt. Also muss ein passender gefunden werden. Und bei uns könnten wir jetzt hier zwei auswählen. Das finde ich ganz cool. Oder halt der passt am besten, würde ich sagen. Motorhaube. Da haben wir auch coole Auswahlmöglichkeiten, wie Sea-West, das hier oder. Ja, ich würde sagen, nehmen wir mal den hier oder ED-Hood. Ne, ich möchte keine Carbon-Motorhaube. Spoiler haben wir auch ein bisschen Auswahl. Das finde ich auch richtig, richtig schön.
haben wir mal hier ein bisschen was zum Auswählen. Wir nehmen am besten einfach mal hier sowas, oder? Würde ich sagen, es passt gut zum Mazda. Die Federung natürlich wieder ganz runter, Getriebe und so weiter ist standardmäßig, genauso wie Turbo. Ansonsten haben wir noch Fenster, die wir auswählen können. Das sieht auch cool aus, muss ich sagen. Und das war's auch schon mit dem Tuning. Das bedeutet, wir sehen uns jetzt beim Soundtest wieder. Bis gleich. Vor dem Soundcheck kommen wir allerdings nochmal zu den Liveries. Und zwar gibt es eine dazu. Und zwar ist es die hier, die ihr wahrscheinlich auch im Thumbnail gesehen habt. Und ja, die ist ganz cool. Die gibt es halt nur in dieser einen Farbe. Oder Moment mal. Die Secondary-Farbe. Nee, die macht nichts. Also gibt es das nur in dieser einen Farbe. Die Liveries muss man dann eben übers Menü hier auswählen. Aber ja, das gibt es auf jeden Fall noch. Und dann machen wir den Soundcheck mal von außen direkt. Wenn das Flugzeug da hinten weg ist. Los geht's. Und das Ganze nochmal von innen. So, wie man jetzt auch hier schon gesehen hat, ist es mit den Tints, den Window-Tints, nicht ganz so geil. Und ja, lass uns zum Fazit kommen. Ja, Freunde, kommen wir zum Fazit. Und zwar muss ich sagen, dieses Auto ist echt ein cooles Auto zum Tunen auch. Aber naja, es sieht nicht von außen so gut detailliert aus wie manch anderer Cars, muss man sagen. Es fährt sich allerdings sehr cool. Und lässt sich, wie gesagt, sehr gut tunen. In nicht so detailreich, wie gesagt, außen auch nicht. Aber die Tuning-Möglichkeiten sowie der Sound und das Fahrgefühl hauen das Ganze wieder raus, würde ich sagen. Also echt ein cooles Fahrgefühl, echt ein richtig geiler Sound, so wie innen und außen. Und ja, ist einfach ein cooles Auto, macht Spaß mit dem rumzufahren. Und wie gesagt, der Sound ist einfach Bombe. Und ja, dann würde ich sagen, war's das mit dem Video, Freunde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, ciao.